In die Klinik am Südring wird ein Rentner eingeliefert, der im Garten der Nachbarsfamilie zusammengebrochen war. Und schnell gibt nicht nur seine Gesundheit Rätsel auf. Wir sind Bekannte. Ich habe eben angerufen. Ja. Nicht gute Bekannte, würde ich schon eher sagen. Und Ihr Sohn hier, oder? Das ist mein Sohn, genau. Ja. Ob das okay, wenn Ihr seid ja nicht verwandt, verschwägert, wie ich das sehe hier. Dürfen die dabei sein? Wir sind zusammen oft. Wir haben ja zuletzt jetzt gerade am Gartenhäuschen gewerkelt. Da ist ja das ein bisschen daneben gegangen. Ja. Ne? Sie haben ja jetzt gerade hier über das enge Gefühl da in der Brust gesprochen. Gerade hier Verdachtsdiagnose Herzinfarkt. Muss man natürlich schauen, dass man da eine schnelle Therapie einleitet. Mhm. Aber das war soweit erstmal gut, was ich gehört habe. Die Beschwerden in der Brust, die scheinen ja irgendwie der Heimhandwerker zu sein. Ja. Sind die bewegungsabhängig oder sind die immer? Oder nur wenn sie sich bewegen, kann ja auch schon mal vom Rücken kommen. Diese Herzrasen bekommen. Ja, oder hängt beim Rücken? Ich glaube eher, dass hier im Gartenhäuschen irgendwas ist da runtergefallen. Ist. Ob das ein Eimer mit Nägeln oder eine Kiste mit Blech war, wie das so schepperte. Ja. Da fing das plötzlich an, als wenn der Kreislauf wegsacht. Ja. Durch dieses Geräusch. Das hat mich so erschrocken. Glücklicherweise hatte Notärztin Katja die erste Diagnostik eingeleitet. Auch hier schon etwas Entwarnung. Es bot sich eigentlich kein Anhalt für einen Herzinfarkt. Aber auf dem RTW haben wir natürlich nicht alle diagnostischen Möglichkeiten. Insofern wollten wir noch weitere Untersuchungen durchführen, um letztendlich dann auch hundertprozentige Sicherheit zu haben. Er sagt auch immer, er hat so ein Piepsen im Ohr. Ja. Obwohl, ehrlich gesagt, Herzinfarkt glaube ich persönlich nicht an. Ja. Ich denke schon, es ist zwar lieb, dass ihr mich hergeschafft habt, Anja, aber irgendwie, das wird vertane Zeit sein. Ja, solchen Sachen. Ist die letzte Zeit schon schlecht, deshalb, aber wenn er meint, dass er hier falsch am Platz ist, er muss es wissen. Er ist nämlich selber Arzt, deshalb, aber wenn er meint, er muss... Sie sind auch noch Kollege. Dann wissen Sie ja, wie das alles hier eigentlich so abläuft, oder? Also, einigermaßen. Aber so wie es aussieht, ja schon so im Rentenalter, oder? So ist das, ja. Ja, wir würden trotzdem noch mal jetzt gerne noch eine Untersuchung machen, noch mal ein eigenes 12-Kanal-EKG. Du machst das gleich auch. Okay. Ja, um einfach zu schauen, die ersten Untersuchungen waren ja alle negativ. Aber wir wollen noch ein bisschen genauer untersuchen, dass wir das ausschließen können. Herzinfarkt, KHK, sowas, Angina pectoris. Lungenembolie, wir müssen halt gucken, woran es liegt. Vielleicht ist auch nur die Wirbelsäule. Also für die dürfte das ja nichts Neues sein. Mensch, verdammt nochmal, kannst du dieses elende Ding denn nicht mal ausschalten? Ruhig. Beruhigen Sie sich mal kurz. Ja, ich nehme jetzt mit raus. Ihr macht jetzt mal das EKG hier. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal raus jetzt. Irgendwo kippte dann tatsächlich die Stimmung. Der Sohn von Frau Hahn bekam irgendwie einen Anruf übers Handy. Und Herr Schindler war ja eigentlich sehr zugänglich, so ein bisschen bockbeinig, muss man fast sagen. Für ihn war das alles zu viel hier im Schockraum. Aber da knickte er so ein bisschen um, er wurde eigentlich aggressiv. Und also irgendwo lag da tatsächlich eine Wesensänderung vor, die ich mir erstmal so nicht erklären konnte. Er ist halt in der letzten Zeit oft aggressiv, ich finde das ganz merkwürdig. Ja. Könnte das vielleicht irgendwie schon eine beginnende Demenz oder sowas sein? Ich mache mir wirklich Gedanken. Also das ist ja jetzt nicht so das grundlegende Erstsymptom von der Demenz, dass man jetzt sagt, man fährt mal aus der Hose oder so, ja? Wie lange kennen Sie sich denn schon? So ungefähr drei Monate, ne? Also, ja. Aber wir sind wirklich sehr gut befreundet inzwischen. Und der Gerd ist schon mittlerweile so wie ein Ersatzopa für mich geworden. Und ihn so zu sehen, ist natürlich jetzt nicht so schön für mich. Vielleicht steckt auch irgendwie was anderes dahinter. Ist auf jeden Fall gut, dass Sie so einen Hinweis geben. Die Vermutung der Demenz stand ja jetzt nicht hier irgendwo im Raum. Die Wesensveränderung war letztendlich für das ganze Medizinische hier eine wichtige Information für mich. Und hier war ich gespannt, ob man da im weiteren Verlauf noch näher drauf eingehen konnte. Tatsächlich soll sich im weiteren Verlauf sogar zeigen, dass Gerds Gereiztheit mit seinem Herzrasen und Schwindel in Verbindung steht. Bevor klar wird, wie genau, braucht ein Teenager Hilfe, dem eine süße Sünde zum Verhängnis wurde. Du bist der Timo. Ja. Hi, ich bin André. Hallo. Und wer sind Sie? Ich bin seine Mutter. Wir sind die Mutter. Ja, genau. Was ist denn passiert? Also, ich habe einen Wespenstich in die Lippe gekriegt. Aha. Schau ich mir gleich mal an. Ist ja doch ganz gut geschwollen, ne? Ich habe gerade nachgeguckt, Stachel und so ist nicht mehr drin. Ne? Ja. Wieder mit dem Wespennest gespielt im Garten. Das sollst du doch gar nicht. Aber das habe ich nicht. Ich habe nicht im Wespennest gespielt. Hast du wahrscheinlich wieder geärgert. Nein!
Sonst fühlst du dich aber wohl? Ja. Ja? Okay, dann schaue ich mir das jetzt mal an. Tetanus und Zoo wird er wahrscheinlich haben, ja, mit Tetanus. Okay, und steht irgendwie eine Feier an oder mit dem Jackett? Zur Hochzeit, und also sind auf der Hochzeit erschienen bei meiner Schwester mal Jenny. Mal gut, dass du das gekühlt hast hier, ne? Damit die Schwellung ein bisschen nachlässt. Okay. Das ist ja eine etwas ungewöhnliche Situation in der Unterlippe, dass man da gestochen wird. Man sah auch schon eine deutliche Schwellneigung. Und wichtig ist natürlich hier die Befragung hinsichtlich jeglicher Allergien. Und es gibt natürlich auch schwerwiegende allergische Reaktionen, die auch das Allgemeinbefinden tatsächlich dann stören können. Insofern war es gut, dass wir auf jeden Fall mal schauen konnten. Aber für mich war klar, dass ich relativ rasch Entwarnung geben konnte. Wir würden jetzt noch mal eine abschwellende Salbe auftragen und dann würden wir sie ja noch ein paar Minuten beobachten, wie es ist. Ja. Und so jetzt gemerkt oder so, dass es die Wespe war, hast du wahrscheinlich nicht. Hast du irgendwas Süßes denn getrunken dann im Garten oder? Nein, nein, das habe ich nicht. Das auch nicht? Nein. Mhm. Wir tragen mal die Salbe auf. Ich hatte vorhin so ein bisschen das Gefühl hier, als du dich bewegt hast, da war das Hemd ja so ein bisschen verschmutzt hier. Das ist doch von der Kirschtorte. Hast du an der Hochzeitstorte genascht? Nein. Timo, sag mir bitte die Wahrheit. Hm? Ja, ich habe die Hochzeitstorte gegessen. Ich hatte so nicht die ganze, oder? Hoffe ich jedenfalls. Nein, nicht die ganze. Da hat er sich wohl an der Hochzeitstorte bedient. Und da kann es natürlich gut sein, durch die süßlichen Düfte letztendlich, dass Insekten zu einem fliegen. Und so ist es wahrscheinlich dann auch zu diesem Stichereignis gekommen. Und vor allen Dingen wirst du ja wahrscheinlich gleich noch ein Problem haben, das dann auch, glaube ich, deiner Tante dann zu erklären, ne? Die Hochzeitstochter war ja jetzt primär nicht für dich gedacht. Die sieht ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen angebissen oder angegriffen aus, oder? Ja, wahrscheinlich. Da reden wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Um eine Entschuldigung beim Brautpaar kommt Timo jedenfalls nicht herum. Und auch Rentner Gerd müsste eigentlich etwas beichten. Doch bevor der Arzt im Ruhestand sein Gewissen erleichtern kann, bahnt sich medizinisch neuer Ärger an. Sie sind ja Kollege, ne? Da können Sie ja selber auch mal drauf gucken, oder? Ja, ich geb's ihm mal. Ich schau's mir mal an, ich versuch's mal. Hm? Sieht gar nicht gut aus. Doch, Infarkt. Ja. Hm. Kann man ja fast sagen, hier einer von uns beiden hat ja nicht richtig aufgepasst im Studium, ne? Nein, das ist ein wunderbares EKG. Da ist kein Zeichen für einen Herzinfarkt, ne? Da bin ich also, mein Gott, bin ich erleichtert. Ich meine, tut mir leid, ich habe jetzt die Brille nicht dabei, sonst kann sein. Ist ja gut jetzt erstmal. Für mich war nach der Durchsicht des EKGs klar, dass kein Herzinfarkt vorlag, aber er sprach von einem Herzinfarkt. Und da war ich natürlich etwas überrascht, wie es zu dieser Fehldiagnose kommen konnte. Aber ich bin zufrieden, dass das alles in Ordnung ist. Das heißt aber auch, also es liegt an der Brille. Nach Hause gehen. Das ging ja die ganze Zeit so schlecht. Also im Moment wäre ich froh, wenn ich erstmal ein bisschen Abstand davon habe. Denke, meinen Sie, Hausarzt wäre auch eine Möglichkeit. Der Hausarzt, der Kardiologe. Ja, und es war ja schon mal gut, dass hier. Er wollte direkt nach Hause. Ich bat ihn eigentlich eher noch ein, zwei Tage zu bleiben, damit wir die ganze Situation weiter abklären konnten. Das Ohrgeräusch, die Wesensveränderung, also irgendwas muss ja gewesen sein, aber. Er pochte vehement darauf, nach Hause gehen zu wollen und ich konnte den Patienten nicht zwingen und bat ihn nur, praktisch einen niedergelassenen Kollegen aufzusuchen. Ich habe noch eine Frage. Wie sollen wir uns da verhalten? Oh mein Gott, was ist denn jetzt gewesen? Was ist denn hier passiert? Oh, meine Hüfte. Was haben Sie gemacht? Hallo, können Sie mal eine Trage holen? Wir brauchen eine Trage. Was ist denn passiert? Oh Mann, das kann doch nicht. Was war denn das? Ruhig, Herr Schindler, ruhig. Wir holen jetzt eine Ruhe. Versuchen Sie ruhig. Ja. Tief durchatmen. Als der laute Knall entstand und Herr Schindler dann auch noch über den Rollstuhl gefallen ist, ja, so schnell konnte ich überhaupt gar nicht reagieren. Meine Ohren waren im Schockraum gewesen, aber meine Augen waren letztendlich dann bei Herrn Schindler gewesen. Und ich wusste gar nicht, wo ich zuerst reagieren sollte, habe mich dann aber um Herrn Schindler gekümmert. Was ist denn da passiert draußen, Herr Schindler? Ich bin da gegen den Rollstuhl gelaufen, plötzlich scheppert das, ich weiß auch nicht, ich muss über den Rollstuhl tut mir leid. Gestolpert sein. Warst du das gewesen mit dieser irgendwas? Ist hier unten. Ruhig. Ich will einmal hier so ein bisschen gucken. Okay. Da brauchen wir gar nicht viel zu machen. Ich sehe hier schon. Bein ist verkürzt und außen rotiert.
Das sieht aus wie ein Schenkelhals. Wir müssen Rex röntgen. Ja, ja. Das müssen wir röntgen, Herr Schindler. Ja, wir müssen jetzt mal die Hüfte röntgen und das Becken röntgen. Ja, wir geben auch gleich direkt ein Schmerzmedikament. Wir fahren direkt mal rüber schon. Im Prinzip hatte ich hier eine Blickdiagnose vorliegen. Für mich war klar, dass der Schenkelhals auf der linken Seite frakturiert, gebrochen war und der Patient lag schon auf der Trage. Wir mussten ihn sofort ins Röntgen bringen, um letztendlich auch die 100%ige Sicherheit zu haben und dann die weitere Versorgung einzuleiten. Aber das mit dem Geräuschen da oder diese Aggressivität, die da irgendwie reinkommt, irgendwie scheint er ja immer bei Geräuschen verschreckt zu sein, ne? Ja, ich sag ja, seit einiger Zeit ist er permanent so aggressiv, ich kann mir das nicht erklären. Ja. Doch schon bald soll es eine Erklärung geben. Aufgrund der Röntgenergebnisse musste Gerd aber zunächst operiert werden. Die Diagnose: Oberschenkelhalsbruch. Tags darauf will der 70-Jährige seiner Nachbarsfamilie ein Geständnis machen. Wir mussten ja auch gestern direkt operieren, hatten wir ja auch besprochen. Die waren ja so der Klassiker. Die Studenten haben sogar noch mal drauf geguckt. Das muss man denen zeigen. Ne? So. Bein verkürzt und außen rotiert. Das ist so das Anzeichen eigentlich für die mediale Schenkelhalsfraktur. Und Das ist gut verlaufen. Deshalb habe ich Ihnen auch gerne mal das Röntgenbild mitgebracht. So als Kollege können Sie aber selber drauf gucken, ne? Dass wir das eigentlich so ganz gut hinbekommen haben. Ich glaube, so halten Sie es aber falsch rum, Herr Schindler. Das müssen Sie anders halten, ne? So. Ja, so ist, nee, das stimmt auch nicht. Ja, so müssen Sie es halten und dann können Sie es eigentlich ganz gut erkennen, ne? Hier ist diese Prothese, die Duo-Kopf-Prothese und da steht wieder alles ganz gut und wir wollen jetzt auch hoffen, dass Sie sich davon schnell erholen und das Bein wieder belasten können, ne? Ja, prima. Beim EKG hatten Sie ja schon ein bisschen Probleme und jetzt hier das Röntgenbild haben Sie falsch rumgehalten, hm? Ja, was heißt länger zurück? Ich bin 5 Jahre Rentner. Ja. Aber ich muss, vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen aufräumen. Ich bin gar kein Arzt. Was? Sie sind gar kein Arzt. Anja, ihr habt mich gefragt, als wir uns kennengelernt haben, was ich beruflich gemacht habe. Und da habe ich gesagt, ich arbeite im Krankenhaus. Mehr nicht und nicht weniger. Und da habt ihr einfach gesagt, okay, dann ist er wahrscheinlich Arzt. Jedenfalls auf dieser Ebene ging das weiter. Ich war Reinigungskraft im Krankenhaus, aber Arzt hört sich natürlich besser an als Putzmann, ne? Du hast dich geschämt, das zu sagen. Ich wollte eure Gemeinschaft nicht aufgeben, nicht verlieren. Es ist so schön, mit euch zusammen zu sein. Denn alleine und als alter Putzmann, wer will denn schon? Ach, das ist doch wohl Quatsch. Also es geht uns doch nicht darum, was du arbeitest. Verstehen konnte ich es natürlich schon. Er hat eigentlich ja nichts Falsches gemacht. Er hat irgendwo gesagt, er arbeitet in einem Krankenhaus und sein Gegenüber hat es fehlinterpretiert. Krankenhaus heißt auf jeden Fall Arzt, aber im Krankenhaus gibt es viele Berufe. Er hätte natürlich sagen können, was er ist, aber er hat es verschwiegen, aber das ist sicherlich keine Straftat. Aber so ein bisschen Irritation hier im Freundeskreis, hier Frau Hahn und hier auch ihr Sohn, irgendwie haben die ja irgendwie so gemerkt, dass sie sich verändert haben oder im privaten Bereich scheint es auch schwierig zu sein, ne? Er ist nur noch aggressiv. Wir können uns das überhaupt nicht erklären und haben auch schon gedacht oder überlegt, ob er überhaupt noch was mit uns zu tun haben will, ob er uns vergraulen will oder was jetzt aber das Problem ist. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit euch hat das nichts zu tun. Ich habe euch so ins Herz geschlossen, wenn diese elenden Geräusche nicht werden. Ich habe Geräusche im Ohr und dieses Summen, aber wie gesagt, es beängstigt einen fast. Wenn diese dauerhaften Geräusche und diese Geräuschempfindlichkeit nicht wäre, wäre das alles vielleicht ein bisschen einfacher. Das macht mich so ein bisschen brüstig. Ja, und ich habe gedacht, ich vergraule dich irgendwie. Oh, Opa. Junge, alles ist mein alles gut. Das ist ja auch gut, dass Sie das ja gesagt haben. Sie, unspezifisch hatten Sie ja so das Herzrasen beschrieben, ja. Und das ist natürlich jetzt ein wichtiger Hinweis, dass Sie jetzt ein Pfeifen hören, ja. Das hört sich so ein bisschen nach einem sogenannten Tinnitus an, ja. Der Herr Schindler, er gab dann auch zu, seit längerer Zeit dieses Ohrgeräusch zu haben. Das ist das nennt man Tinnitus. Kommt aus dem Lateinischen, heißt Klingeln und das kann vielfältige Ursachen haben. Stresssituationen, Infektionen, Blutdruckschwankungen. Das muss natürlich weiter untersucht werden. Da passt schon mal sowas dazu wie Herzrasen, Schwindel, Übelkeit. Das kann alles dazugehören. Wir müssten eigentlich die Diagnose dann auch noch bestätigen lassen. Wird vielleicht so ein bisschen diese Wesensveränderung beschreiben tatsächlich. So ein Tinnitus kann richtig nervig sein und schwerwiegend sein. So ein Tinnitus ist schon problematisch. Ne? Ja, ist jetzt nicht so ein Medikament, zack, alles weg, sondern wir müssen erstmal die Ursachen rausfiltern.
Und das schauen wir dann. Was ja die Hüftfraktur betraf, wird sich der Patient so 5 bis 7 Tage bei uns hier in stationärer Betreuung befinden. Und die 5 Tage Aufenthalt hier wollte ich natürlich nutzen, um den Tinnitus weiter abzuklären, dass wir auch da eine Lösung finden sollten. Und die Lösung wurde gefunden. Gerds Tinnitus ist stressbedingt. Dank autogenem Training und ausreichend Ruhe ist jedoch Besserung in Sicht. Wie erwartet, konnte der Rentner nach einer Woche stationärer Betreuung entlassen werden.